Jo, herzlich willkommen zur Freitagfolge von Wasteland. Ich hätte nicht gedacht, dass ich echt so lange spiele, aber das Spiel macht echt unglaublich Spaß. Vielleicht hätte ich doch 2 Folgen pro Woche machen sollen. Naja, noch kann ich mich ja entscheiden, ob ich tatsächlich bei 2 Folgen bleibe oder nicht. Kommt jetzt mal darauf, schnauze hier weg. So. Von daher, mal gucken. Oder wir machen das halt einfach über mehrere Wochen. Ich meine, Creative Server, da haben wir jetzt sowieso, ne, wenn wir da eine kurze Pause machen, ist auch nicht so schlimm. Rennt uns ja nicht weg. Aber jetzt gerade bin ich so richtig im Wasteland-Fieber. Das macht uns viel Fun. Gott, der Mund ist ja immer noch im Aufgehen. Ist ja scheiße. Okay, so. Frage ist wegen den Fenstern. Wie ziehen wir hier am dümmsten die Fenster ein? Beziehungsweise ich mache erstmal hier unten die Höhle. Ist mir jetzt gerade wichtiger. Daher die Frage, können wir Leitern bauen? Die eine willst mich verarschen. Alter, das ist doch jetzt ein Witz. Das heißt, wir brauchen 2 Baumstämme für eine einzige Leiter. Ach so, siehst du? Momentchen mal. Ich habe gar nicht geguckt. Vielleicht ist das frische Holz Akibiter. Ja, lol. Okay, das heißt, das frische Holz bringt auch wieder 4. Ist nur das tote Holz, was immer nur ein Brett gibt. Na gut, dann geht's ja doch. Dann ist es ganz akzeptabel. Wir nehmen aber trotzdem erstmal das trockene Holz? Fragezeichen. Kann man daraus Holzkohle machen? Jetzt mal nur so aus Spaß. Kann man daraus Holzkohle machen? Wohl, das wäre geil. Man sieht halt leider keinen Fortschritt. Von daher muss man einfach ein bisschen warten. Aber ich glaube eher nicht. Sonst müsste hier die Wetter sinken. Schade. Ja, aus frischem Holz kann man denn erst recht keine Holzkohle machen. Das macht ja keinen Sinn. Weil Holzkohle, da ist trockenes Holz besser. Schade, das heißt, Holzkohle gibt es leider nicht. Na gut. Haben wir zumindest hier ein paar Blätter. Oder ich mache doch hier den halben Stack rein. Ach nee. So ist besser. So macht es mehr Sinn. So, das heißt, wir können jetzt doch ein paar Leitern bauen. Dann verschwende ich dafür mal doch das tote Holz, weil das braucht man nicht. Und selbst wenn, haben wir davon mehr als genug Vorrat. Okay, Stöcker können wir auch nur bis 60 stecken. Was soll's. Reicht genau für 10 Leitern. Oh! Reicht sogar perfekt für 11 Leitern. Wow! Okay, das ist ja mal nice. Frage ist, wo kommt die Leiter hin? Ich würde sagen, hier. Packe da mal Fackel hin. So. Und jetzt mal gucken. Ich muss da erstmal irgendwas machen, dass wir da überhaupt runter können. Ja, das war natürlich das Holz, wollte ich das eigentlich nicht dafür benutzen. Ich würde da gerne Stein benutzen. Gib mal her. So, jetzt Leitern ran. Ach, ist ja gar kein Durchgang zur anderen Höhle. Lol, ich dachte, hier geht's zur anderen Höhle, die da hinten irgendwo war. Bei den Feldern. Wisst ihr noch damals? Oh, aber hier ist ein Durchgang. Psala. Dann mache ich den mal schleunigst zu. So ungefähr. Dann haben wir hier eine wunderschöne kleine Höhle. Du kannst wieder weg. Oh, hier ist auch noch offen. Hier ist ja überall offen, aber was ist hier los? So.
Bam und dann bam, bam. Perfekt. So, haben wir so einen kleinen schicken Keller. Müssen wir mal gucken, ob wir den später noch ausbauen. Ich würde ihn jetzt sogar, ehrlich gesagt, fast so lassen. Ist nicht das Schönste, aber passt halt zur Atmosphäre hier. Das ist ein kleiner Behilfskeller. Quasi ein Keller, der einfach nur da ist, weil er sowieso da war. Passt. So, die Frage ist, wir müssen, wenn es wieder hell ist, müssen wir auf jeden Fall nach Eisen suchen. Auf jeden Fall müssen wir nach Eisen suchen. Ich finde es halt nur witzig, dass die Bäume auch nachts wachsen. Hupsa. Junge, gib mir doch auf den Sack. Das würde es halt nur, sobald wir den umbringen, kommt der nächste. Habe ich das Gefühl. Wir müssen einfach alles ausleuchten. So, wie bauen wir das Haus? Ich würde mal sagen... Ey, wir können auch so zweischichtiges machen, dass wir jetzt sagen, okay, die unteren beiden lassen wir Stein, aber bei den oberen beiden Reihen nehmen wir Holz. Würde das optisch gut aussehen? Nee, ne? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Kann man hier Slabs bauen? Ja, man kann Slabs bauen. Okay. Okay, Moment mal. Wir brauchen erstmal. Gibt's Schraubendreher? Ja! Gut, Replacement Tool gibt's leider nicht. Das heißt, wir müssten jedes Ding einzeln umdrehen. Das wäre dementsprechend leider sehr teuer. Nee, macht doch keinen Sinn. Ich weiß doch nicht, wie wir das Haus bauen wollen. Das Glas sieht irgendwie bläulich aus. Also so extrem bläulich. Okay. Wie könnten wir unser Haus optisch richtig schön bauen? Weil die Sache ist, Holz würde hier oben zwar gut aussehen, aber dadurch, dass hier oben noch ein Querbalken aus richtigen, ne, also aus richtigen Baumstamm ist, wäre es denn die Frage, wie es da denn wieder aussieht, ne? Dann müssen wir uns da irgendwie erstmal wieder abheben. Ich habe nichts bestellt, bitte gehen Sie weiter. Sie sollen hier nicht liegen bleiben, bitte gehen Sie. Okay, ich hab eine andere geile Idee. Wow. Der Lag des Grauens. Ich habe eine richtig geile Idee. Das letzte Haus, was ich auf dem Mindclone-Server gebaut hatte. Hat sich ja gezeigt gehabt, ne? Und dieses Haus hat mich gerade auf eine Idee gebracht, bei der ich glaube, dass es geil wäre, wenn man manche Wörter einfach lauter sagt als andere Wörter. Das wirkt so ultra dramatisch. Ja. Was zur Hölle? Nee. Da hatte ich ein Haus gebaut, wo ich die Zwischenwände, wo ich um immer so eine Lücke hatte in den Zwischenwänden. Wisst ihr das noch? Ach scheiße, das reicht natürlich gerade so nicht. Das heißt, wir haben wieder zwei übrig. That's bullshit. So, und jetzt können wir nämlich sagen, okay. Moment mal, man kann die Dinger nicht hinlegen. Na gut. Dann müssen wir das so machen, dass ich hier dich hinpacke. Jetzt dagegen bauen. Och nö, ne? Man kann die Dinger nicht umdrehen? Okay, das ist scheiße. Dieses Feature gab es früher noch nicht. Ist ja ein bisschen hässlich. Da kommen Sie her! Wir haben Blumen für Sie. So labil, der Junge. So labil. Oh, hier ist alles grün, Alter. Guckt euch das an. Ach, übrigens, wir können auch noch Bäume hin.
ans Ende der Fahnenstange, also einmal dahin. Einmal dahin. Ach nee, kann nicht. Da ist wenig Platz für die Bäume. Da haben wir immer nur einmal Platz. Also gesamt zwei. Aber die brauchen wir jeweils zwei. Passt also nicht. Na gut. Never mind. Ich habe nichts gesagt. So. Jetzt klauen wir alle Bäume, die keine Apfelbäume sind. Damit wir irgendwann ganz viele Apfelbäume zu stehen haben. Achso, ich sollte doch neue pflanzen. Ich bin immer so verpeilt teilweise. Also immer teilweise. Ja, ist der beste Beweis für meine Aussage gerade eben. Wer sich meine Sprüche immer so auf der Zunge zergehen lässt, der weiß, dass ich immer verpeilt bin. Das ist bei mir einfach Dauerzustand. So komplett Brain AFK. Habe ich euch eigentlich schon mal davon erzählt? Ich meine, meine Ausbildung ist jetzt quasi zu Ende. Von daher, nett, dass ich jetzt damit komme. Aber habe ich euch schon mal erzählt, dass bei uns, also bei meiner Ausbildung, da gibt es jemanden, der heißt Brian. Und den ziehen wir halt genau mit diesem Wortwitz, ne, wegen Brian und Brian, also ne, Kopf, Gehirn und so, heißt der Brian. Brain. Und damit ziehen wir ihn halt immer auf. Ist total witzig. Ja. Ich verstehe euch, aber ich find's witzig. Eher nicht so. Er ist eher derjenige, der uns dafür immer würgen möchte. Aber so soll es ja auch sein. Sonst würde es ja keinen Spaß machen. Oh mein Gott, unsere erste Eisenspitzhacke. Spitzhacke. Unsere erste Eisenaxt hat sich bald ausgehackt. Ach, der kann das Zeug mehr weg. Ich mach mal hier das Zeug hier komplett weg. Das ist mir gerade, geht mir direkt auf den Zeiger. Der sieht ja auch gleich viel schöner aus. Der sieht nicht ganz so stark wie Baustelle aus. Und bald ist hier alles grün. Alles. Warum ist es hier eigentlich grün? Ach, kann sein, weil letztens, ich hatte hier am Anfang, hatte ich da hier was ausgekippt gehabt. Wahrscheinlich davon noch. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, ich mache das Ding hier zu und verbinde es aber unterirdisch mit unserer Höhle, die wir unter unserem Haus haben. Oder ich verbinde die zwar unterirdisch, lasse es aber hier auch offen. Ich würde aber fast sagen, nee, ich mache hier oben zu. Ganz ehrlich. Ich mache lieber Topf mit dem Deckel. Macht sich schöner. So. Und dann mache ich unterirdischen Durchbruch. Das müsste denn. Ey, das müsste sogar genau hier sein. Das müsste genau passen. Ja, passt auch. So, mach doch hier eine Fackel hin. Ein paar Fackellein habe ich ja noch. Und schon sieht's aus wie gewollt. Okay, hier geht's aber hart runter. Dann brauche ich mal direkt eine Treppe. So. Obwohl, ich weiß nicht, wie groß das Ganze hier ist. Ich würde mal sagen, ich baue hier lieber eine Leiter ran. Dann können hier nämlich keine Monster hoch.
dann ist mein Keller damit noch ein bisschen mehr geschützt vor etwaige Spaßbremsen. Und ja, es geht hier unten noch weiter. Gut, aber das machen wir später. Jetzt erstmal reicht das so. Sehr schön. Ist doch schon gleich viel professioneller. Okay, wo war ich gerade? Genau, hier dabei Bäume zu fällen. Oh, Alter, schon sieht das hier richtig geil aus. Ha, du scheiß Postapokalypse, Lypse, Lypse. Ich werde siegen, siegen, siegen. Fick dich, 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 dich. Musste mal sein. Müsste das Zeug nicht grün werden? Oder lila? Danke. So, hier sieht es sogar ein bisschen kacke aus, weil es hier so extrem künstlich rausgepresst ist. Ich mache hier noch ein bisschen Sand hin. Ja, so ungefähr. So. So sieht schon gleich viel natürlicher aus. Kannst du bitte schneller wachsen? Ich brauche mehr Getreide. Ich meine, mittlerweile fahren wir mit den Äpfeln relativ gut. Aber es geht definitiv besser. Es geht aber sowas von definitiv besser. Das glaubst du gar nicht. Unsere Fackeln sind alle. Lol. Kann ja mal passieren. Alter, so viele Bäume ohne Äpfel. Das ist traurig. Und auch der Grund dafür, dass wir so jämmerlich verreckt sind. Wofür ich das Spiel einfach immer noch hasse. Vor allem, ne, so die ersten beiden Bäume waren halt so voller Äpfel. Da dachte man so, ja, easy. Und dann kommen einfach so fünf Bäume komplett ohne Äpfel. Ja. Gefolgt von dem netten Tod. Aber mittlerweile haben wir so viel Puffer, dass wir uns im Durchschnitt über Wasser halten können. Halt, das war ein... Ups, das war ein Apfelbaum. Ah, Kacke. Ja, aufpassen, Ronny. Aufpassen. Du kleiner Unmensch. Ich könnte schwören, dass ich den Baum erst angeguckt habe und da keine Äpfel waren. Die Äpfel mussten also gerade eben erst gespawnt sein. Ich schwöre. So. Haben wir ein paar mehr Bäume. Ein paar mehr Bäume auf der Rundkante. Ne, ein paar mehr Äpfel auf der Rundkante. Schon 20 Stück. Easy. Ich bin mittlerweile fast im Überlegen, ob ich das Ding nicht lieber doch wegmache und das irgendwo ein bisschen zentraler hinpacke, wo es ein bisschen mehr Platz hat. So hier zum Beispiel, ne? Na, ich glaube, das mache ich sogar. Das macht hier einfach zu wenig Sinn. So. Habe ich ein Wasser immer dabei? Ja. Achso, halt, nicht die 7. Bitte nicht. So, sehr schön. Dann kommt hier nochmal einmal ein Sanddreckklumpen rein. Und wir gucken jetzt... Wow, bitte nicht direkt in die Fresse hier. Meine Güte. Hab doch mal ein bisschen Anstand hier. Wir können uns auch mal eine Schippe bauen. Ah, schon gleich viel schneller.
Sehr schön. Na komm. So. Jetzt suchen wir uns hier schön eine schöne Zentralisierung. Eigentlich kann das gesamte Haus eins weiter runter. Oder wir können unten noch so ein Sims hin machen. Das geht natürlich auch. Gut, aber jetzt erstmal suchen wir uns hier eine kleine Zentralität. Ich mach einfach hier. So. Jetzt kommst du dahin. Und dann 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich muss unbedingt aufpassen, dass ich das Wasser nicht abbaue. Weil das Problem ist halt, wir kommen an ans Wasser nie wieder ran. Also wirklich gar nicht wieder. Ja, das war natürlich jetzt klar. Ein Hurensohn bist du. Weg da. So, Fackeln. 1, 2, 3, 4. So, dann haben wir hier zwei zentrale Ausbreitungsherde für die Grünfläche. Und dann würde ich mal fast sagen, ich mache hier dann das Getreide wieder weg. Und lass die Fläche für Bäume und die Fläche dann für Getreide. Weil eigentlich hatte ich es so vor, dass quasi hier beides ist. Ne? Dass quasi die Bäume wachsen und unter den also neben den Bäumen, hier wo halt Platz ist, kommt dann halt Getreide hin. Aber wenn wir sowieso zwei Flächen haben, dann können wir die auch ein bisschen aufteilen. Wäre vielleicht optisch gesehen gar keine so schlechte Idee. So, auf jeden Fall kommt hier die Erde weg. Und da baue ich irgendwas Schönes hin. Irgendwie so ein Sims. Irgendwas, was halt optisch ein bisschen passt. Kriegen wir auch schön viel Sand dabei. Easy. Ist alles geplant. Tja, und mittlerweile ist diese postapokalyptische Stimmung halt eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Weil wir uns hier so eine kleine Idylle aufgebaut haben. Und das ist halt das, was ich an so einem postapokalyptischen Spiel halt ultra geil finde. Weißt du, so die ganze Welt ist halt total abgerannt, man sieht ja alles tot. Aber wir haben hier so eine kleinen, so einen kleinen Prinzessinnenbereich, wo wir einfach uns lieben können. Und zwar auf der schwulen Art. Was? Ja. So, kann man daraus Stonebricks machen? Das wäre super, super geil. Ich weiß nicht, ob es damals schon Stonebricks gab. Oder Brickstones. Oder wie auch immer man es nennt. Ach man, ich will die ganze Zeit immer Shift drücken. So, du gehst weg und du gehst weg. Und jetzt bam, 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 bam. Ja, geile Scheiße. Fick die Henne, bis sie kreischt. Achso, ja, ich habe erstmal nur einen. Das war ja dumm. Gut, dann schieben wir einfach noch ein bisschen Stein nach. So viel Stein haben wir gar nicht. Warum haben wir nur so wenig Stein, Alter? Das ist aber traurig. Das ist ja echt mies. Okay, wir brauchen noch viel mehr Stein. Ab in die Mine und ganz viel Stein abbauen. Ne, hier nicht. Da finde ich mal hier hinten das Ding. Das ist prädestiniert dafür, um das Ding komplett kahlschlag abzubauen. Hier hinten sehe ich sogar ein bisschen Kohle. Das finde ich ganz cool mit der Kohle. Sehr schön. So, dann bauen wir uns hier auch mal elegant runter. Wenn wir sowieso schon mal dabei sind hier. Vielleicht gibt es hier unten sogar Eisen. Wäre natürlich herzallerliebst. So, zuerst brauchen wir Fackeln. Ja, komm. 40 Stück, keine Schaden. Viel mehr können wir eh nicht stacken. Von daher. Wow. Okay, die Höhle ist sogar noch viel größer, als ich dachte. Alter, sehr schön.
Ach so, okay, hier geht's im Kreis. Na gut, dann geht's vielleicht doch nicht so groß, wie ich dachte. Also, wie ich nicht dachte. Also, wie ich jetzt gerade dachte. Ja, nee, es ist doch ein bisschen eine relativ kleine Höhe. Und wir sind schon wieder am Verhungern, Alter. Was ist denn hier los? Hat dir noch keiner erzählt, dass wir Äpfel haben? So. Oh ja, geht ja von der Größe her. Was viel trauriger ist, es ist hier kein Eisen vorhanden. Aber dafür zum Glück massig Gestein, was wir jetzt wunderbar abbauen können. Zuallererst räume ich mal hier diesen Querpfeiler ein, wobei, ach scheiße, nee. Die gesamte Höhle ist auf diesen Pfeiler hier gestützt. Wenn ich jetzt diesen Pfeiler entferne, dann stürzt die gesamte Mindtest-Welt in sich zusammen. Ah, egal. Da gab es mal vom lustigen Taschenbuch gab's so eine Geschichte. Da war quasi sowas wie, naja, nicht sowas oh Gott, wie heißt das? Genau. Ne, ist ja quasi so flache Erde und so. Und es gibt ja auch eine Theorie von hohler Erde. Und dass es quasi unter uns Agatha gibt. Also innerhalb der Erde quasi Agatha gibt's. Und das quasi, ne, da gibt's so eine Geschichte vom lustigen Taschenbuch, dass quasi unter unserer Welt eine andere Welt noch ist. Also quasi auch so wie bei Agatha. Aber dass es in dieser Welt quasi so eine Stützpfeiler gibt, die obere Welt, auf der wir leben, stützt. Und diese Gesellschaft, die in der Zwischenwelt quasi lebt, also in der Unterwelt von uns aus gesehen, da gibt es halt so eine komischen Bälle, also die Lebewesen sehen da aus wie Bälle, wie so eine riesigen Pummelups. Und die hüpfen halt immer gegen diese Pfeiler und das löst bei uns auf unserer Welt immer die Erdbeben aus. Ganz witzige Geschichte, ganz witzige Story. Und daran muss ich gerade denken, wo wir hier gerade den Pfeiler hier hatten. Sollte erstmal genug Stein sein. Oh, draußen dunkel. Draußen ist Nacht. Ach komm. Ah, so, hallo. Achso. Hä? Hä, müsste funktionieren. Ah, geht doch. Verstehe ich nicht. Wow. Klar, Ronny, lass einfach die Tür auf. Zum Glück gibt es hier keine Einbrecher. Das Einzige, was die klauen, ist mir mein Leben. Und davon habe ich mehr als genug. Guck mal unten, ich habe 10 Herzen. Wenn die eins davon klauen, pff, die wachsen nach. Eigentlich so dumm, wenn man sich das so vorstellt, ne? Vor allem, das muss man sich doch mal auch so im Echten vorstellen, ne? Wenn man so hat, ne? Also so als echtes, als ja, quasi als echter Mensch, sowas wie so eine Lebensanzeige, dann hast du quasi, wenn du einen Arm verlierst, hast du 20% verloren von deinem Leben oder so. Und wenn du dann, weißt du, alle Gliedmaßen verloren hast und nur noch dein Torso da ist, plus Kopf oder sowas, dann hast du so noch 15% Leben. Und dann, wenn jemand den Kopf abschlägt, hast du halt nur noch 0% Leben und bist damit tot oder sowas. Sowas müsste man eigentlich mal so, ne? So, ist schon ein bisschen so, hm? Deine Überlebenschancen als Prozentwert auszudrücken? Weiß nicht, ob das im Echten so funktionieren würde. Ja. Na gut, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Und dann, ja, sehen wir uns dann wieder. Von daher, schauen wir uns vor.